Sehr geehrte Frau Ministerin, ich möchte zum Green Deal zurückkommen, zur gemeinsamen Bekämpfung von Corona und Klimakrise. Da unterstütze ich sehr Ihre Forderungen. Und Sie haben speziell in Bezug auf die Lufthansa gesagt, dass mögliche Hilfen an Klimakriterien, Umweltkriterien geknüpft sein müssen, haben als Beispiel genannt Quoten für grünen Wasserstoff oder auch Einstellung von Kurzstreckenflügen zugunsten der Deutschen Bahn. Nun sind Sie ja nicht direkt in Verhandlungen mit der Lufthansa, sondern das BMWI. Von daher die Frage, wie sind Sie genau eingebunden und welche Ihrer Forderungen teilt das Bundeswirtschaftsministerium? Sehr geehrte Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Es verhandelt ja nicht nur das BMWI, sondern es ist natürlich auch der Bundesfinanzminister mit dabei, von dem Sie ja bereits wissen, dass er ökologische Nachhaltigkeit für sich auch sehr wichtig genommen hat. Und ich bin mir sicher, dass die gesamte Bundesregierung das Klimaschutzgesetz noch in Erinnerung hat. Waren ja keine ganz einfachen Verhandlungen und Entscheidungen, dass alle wissen, welche Ziele wir 2030, 2050 erreichen müssen. Und deswegen die Frage der Nachhaltigkeit eines Konjunkturprogramms und auch der Nachhaltigkeit der Unterstützung der Luftfahrtindustrie fest verankert ist. Wir sehen bei unseren Nachbarländern, Frankreich, Österreich, die solche Vorgaben gemacht haben. Wir sind also in guter Gesellschaft von Nachbarländern. Und deswegen stehe ich zu meiner Forderung. Ich finde das richtig, Beimischungsquoten bei Kerosin zu haben und Vorgaben zu machen. Wenn die Luftfahrtindustrie Unterstützung braucht, und das braucht sie, dann müssen auch gesellschaftliche Erwartungen da mit dran geknüpft werden können. Frau Ministerin, Ihre Absicht ist wirklich sehr ehrenwert. Was ich schade finde, ist, dass Sie keine konkrete Antwort auf meine Frage geben können. Und von daher ist meine Befürchtung, trotz Ihrer sehr guten Forderung, die wir Grünen unterstützen, dass diese Verhandlungen letzten Endes weiter im Hinterzimmer geführt werden, dass am Ende des Tages Steuergelder ohne Klimakriterien, ohne Klimaauflagen vergeben werden, dass Bürgerinnen und Bürger keine Mitsprache haben, was mit diesen Milliarden passiert, die selbst in Existenznot sind. Können Sie ausschließen, dass ein Hinterzimmerdeal ohne Klimakriterien aus dieser Unterstützung für die Lufthansa wird? Sehr geehrte Frau Abgeordnete, es gibt hier keine Hinterzimmerdeals, sondern wir verhandeln im Moment, wie wir der Wirtschaft zu einem Neustart verhelfen können. Und das muss ein zielgerichtetes Programm sein, das muss abgewogen sein, das wird in der gesamten Bundesregierung diskutiert und wird dann vorgelegt werden. Das ist das normale Verfahren, dass wir etwas entwickeln und dann vorlegen. Ich glaube, dass wir Unterstützung für die Industrie jetzt brauchen, ist vollkommen unumstritten. Wir brauchen doch den Neustart jetzt. Wir brauchen einen ökologischen, einen nachhaltigen Neustart. Das ist inzwischen allen klar. Und deswegen müssen diese Kriterien auch eingehalten werden. Wie das ganz exakt aussieht, das kann ich Ihnen zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Dazu werden wir noch etwas Zeit brauchen.